Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt mal los mit Lego City Undercover. Sorry, ich habe gerade Cola getrunken und da muss man halt einfach mal rülpsen, würde ich sagen. So. Wir sind hier Häftling. Und eigentlich wurde ich gerade angerufen. Aber anscheinend nicht mehr. Hä, warum denn jetzt nicht? Hallo. Ah, jetzt. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches zudem. Och, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge, niemand weiß, dass du für Vinnie Papalardo arbeitest. Fantastisch! Was? Du warst an meinen Unterlagen! Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Vinnie Papalardo ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt! Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Vinnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings, du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal, willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lange. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Vinnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Okay. Hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Vinnie Papalardos rechte Hand? Mo De Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Vinnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel. Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Vinnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Vinnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo De Luca rausboxst? Wenn das mal kein Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Okay. Habe ich das jetzt schon mal angefangen zu machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja doch, habe ich schon, oder? Leute, ich mache hier mal kurz einen Cut, denn ich habe das tatsächlich schon gemacht. Wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich das Ding habe. Sieht richtig nach was aus. Ob es auch verkehrstauglich ist? Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Sie sollten mal eine Runde damit drehen. Einmal Cherry Tree Hills, Auburn Docks und zurück. Okay. Hier müsst ihr jetzt eine Runde damit drehen. Let's go. Fuck. Ah! Okay, so jetzt, let's go. Okay. Aua. Okay, okay. Ist ganz geil, das Ding eigentlich. So. So. Ja, wo soll ich denn hier hin, Alter? Scheiße, nur noch 8 Sekunden.
Okay, geschafft. Fahr weg, du blödes Ding. Mann. Hilfe, Hilfe, ich hab Zeitdruck. Zeitdruck ist scheiße. Okay. Junge, bin ich jetzt auch mal langsam fertig oder was? Junge. Alter, das dauert ja ewig. Oh, nicht abgebogen. Was machst du denn da? So. Okay. Ups, sorry. Geschafft. Hey, das ging ja flott. Und es ist noch alles dran. Wie abgemacht. Der Gefangenentransporter steht dort drinnen. Geil. Eingeschaltet Zeitläufe, okay. Ja, komm, kann ich jetzt auch laufen? Ja. So. Okay, bringe den Gefangenentransporter zum Gerichtsgebäude. Keine Schuld. Ja gut, ich hab dann direkt verkackt, weil der umgedreht ist. Er wurde zerstört, versuche es nochmal. Ja, erneut versuchen. So, jetzt aber richtig. So. Okay. Ja. Ich bin auch schon wieder so ruhig. Sorry, Leute. Nicht mit Absicht. So. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal nur fahren eigentlich. Dieses Video besteht schon wieder nur aus Fahren, aber egal. So. Warum liegt da jemand? Egal. Wie fährt er da vorne? Ach, da ist auch ein Polizist. Das wird sicher Ärger geben. So. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Nee. Oh, nicht. So. Jetzt mach ich eine Satellitenschüssel vorbei. Okay. So. Wir sind gleich da. So. Hey, ich bin da. Zack.
Eile angekommen. Wir werden schon bald wieder von Modeluca hören. Die Strafe sitzt sich doch auf einer Backe. Bei meinem Sitzfleisch. Hier der Papierkram. Modeluca werden wir wohl frühestens in 8 Jahren wiedersehen. Die Strafzettel machen es möglich. Und wieder einen eingebuchtet. Damit geht meine 36-jährige Karriere zu Ende. Ohne einen einzigen Fleck auf der Weste. Hey, Pat! Ich bin hier, um Modeluca abzuholen. Hä? Ach so, wir haben den... Hey, alles klar da hinten, Mr. DeLuca? Mit dir quatsche ich nicht. Halt die Luft an und mach deinen Job. Wie Sie wollen, aber ich arbeite nicht fürs Gefängnis. Wir könnten also gern woanders hinfahren. Was? Junge, ich wusste doch auf Vinnies Verlass. Wie heißt du, Kleiner? Chase. Nie gehört, nie gesehen. Bring mich zum üblichen Versteck. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuan, aber ich hab die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten, deshalb die Nummer hier. Haha, Mut hast du jedenfalls, Chase. Cedarstraße, da ist das Versteck. Sie sind mir wohl auf die Schliche gekommen. Könnte holprig werden. Wenn mir dafür 8 Jahre Knast erspart bleiben, ist mir egal, wie holprig es wird. Ja, man sieht ihn jetzt. Das war eine solide 7 auf der Verfolgungsjagdskala. Nicht schlecht, Kleiner. Auf jeden Fall. Mir ist schon klar, warum Chan dich angestellt hat. Bist ein guter Fahrer. So. Da werde ich glatt nostalgisch und muss daran denken, wie mich Jimmy Spearlex damals im Kofferraum über die Grenze gebracht hat. Die guten alten Zeiten. Junge, was zur Hölle? Okay. Kaum zu glauben, dass sie mich wegen ein paar Knöllchen 8 Jahre lang wegsperren wollten. Klar hätte ich mir auch einen Anwalt nehmen können, anstatt mich selbst zu verteidigen. Und ja, ich habe den Richter beschimpft. Aber 8 Jahre? Wir sind bald da. Also, willst du wirklich zu Vinnies Truppe überlaufen? Ja. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Zwischen uns beiden ist ja alles klar. Aber für Vinnie... Bist du noch ein Niemand? Du wirst etwas ganz Ausgefallenes für ihn erledigen müssen, damit er dir vertraut. Was auch immer es ist, Mr. DeLuca. Okay, mache ich auf jeden Fall. So. Ich bin da. Mach hinten auf und lass mich raus. Danke. Mo, bist du abgehauen? Haben uns gerade überlegt, wie wir dich da für Vinnie raushauen könnten. Tja, der Kleine hier war schneller. Lass den Transporter verschwinden. Danke, Chase. Ich melde mich bei dir. Okay. Hey, Chase, ich weiß jetzt, wie du Vinnies Vertrauen gewinnen kannst. Das ging ja fix. Ich bin ganz Ohr. Mein Schwager arbeitet am Flughafen. Er meinte, sie hätten gerade so eine Ladung Hightech-Dinger von einer Sicherheitsfirma reingekriegt. Bin mir ganz sicher, dass Vinnie die Teile liebend gerne in die Finger kriegen würde. Und wie soll ich an die Dinger rankommen? Normalerweise mische ich bei diesen Geschichten nicht selbst mit, aber ich schulde dir wirklich was. Für die Sache beim Gericht. Ich werde dir also dieses eine Mal helfen. Triff mich auf dem Parkplatz südlich vom Flughafen. Bin schon unterwegs. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.